Hallo, aus der Stefan Halle in Wernigerode. Soeben ist das dritte Halbfinalspiel zwischen Wernigerode und Leipzig zu Ende gegangen. Nach einem 60-minütigen Krimi gewinnt Leipzig mit 7:6 und erzwingt ja sozusagen das vierte Halbfinalspiel. Habt ihr damit gerechnet, mit diesem Ausgang, oder wie habt ihr euch auf das heutige Spiel vorbereitet? Ja, wir haben fest dran geglaubt. Wir haben die Woche hart trainiert dafür. Wir haben viele Situationen nochmal ausgewertet von den beiden Spielen, die wir zu Hause hatten. Dinge, die schief liefen, Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und man hat gesehen, das war heute ein sehr körperlich hartes Spiel. Aber ich denke, trotzdem war es fair. Und wir sind einfach, ja, als Mannschaft sind wir heute aufgetreten. Wir sind als eine große Vereinigung aufgetreten. Unsere Fans waren im Hintergrund, haben uns den Rücken gestärkt. Und so soll es auch morgen aussehen. Was genau habt ihr da nach den beiden Auftaktniederlagen, was genau habt ihr da analysiert? Was lief da nicht so gut? Ja, wir haben viele Gegentore durch Konter gekriegt, viele Tore im eigenen Slot. Und da haben wir heute, denke ich, viel dagegen gemacht. Klar sind auch wieder Slot-Tore passiert. Wernigerode ist eine sehr gute Mannschaft, die das absolut gut beherrschen. Wir haben im Training viele 3-3-Übungen trainiert, haben gar nicht 5 gegen 5 gespielt. Und ich denke, das war so das Ausschlaggebende Richtung Sieg heute. War sehr knapp. Gegen Wernigerode muss man immer 120% geben, um wirklich die Spiele auch zu gewinnen. Ihr habt ja dann auch, es ging ja gleich im ersten Drittel auch ordentlich zur Sache. Ihr habt ja dann schnell 3-1 geführt, lagt auch dann nach dem ersten Drittel in Führung. Wie ist da die Stimmung nach dem ersten Drittel in der Kabine? Was sagt der Trainer? Welche Worte fallen da? Ja, das stimmt. Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Ich denke, Wernigerode war sehr überrascht über unser Auftreten und unser Spiel. Natürlich ist Wernigerode eine Top-Mannschaft, die sind wieder zurückgekommen. Und das haben wir auch gewusst, das haben wir auch im Vorhinein besprochen. Und ich denke, die Trainerin und Lutz, unser Sportchef, die finden dann immer die richtigen Worte, um die Mannschaft gut einzustellen. Du warst dann im letzten Drittel ja wirklich auf Messerschneide. Jeder hätte die Entscheidung fällen können. Wernigerode lag ja auch in Führung. Aber ein Spieler ist besonders dann herausgeragt aus der Mannschaft. Das war Jule Zoomen. Wie wichtig war der heute im Spiel? Ja, Jule hat uns, auf Deutsch gesagt, schon in der Saison öfters den Arsch gerettet. Heute hat er wieder absolut überragend gespielt. Er ist ein absoluter Teamplayer. Und bei uns ist es eigentlich egal, wie Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen. Nun steht viel Regeneration, bleibt ja nicht. Ja, morgen steht um 16 Uhr das vierte Spiel schon an. Wie verlaufen jetzt die nächsten Stunden? Was steht an? Sicherlich Stretching, Auslaufen etc. Aber vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Also ich persönlich fahre nach Hause, genauso wie die anderen. Und wir werden uns dann zu Hause regenerieren. Und wir machen das Gleiche wie gestern und wie heute. So wird der Abend verlaufen. Das heißt, was steht da an? Ja, ich mache den Fernseher an und lege mich auf die Couch. Und dann geht's morgen im vierten Spiel zur Sache. Was denkst du, morgen kann es da nochmal für euch gut ausgehen? Wollt ihr das fünfte Entscheidungsspiel dann auch erzwingen? Ja, na klar, wir wollen ins Meisterschaftsfinale. Aber morgen wird es nochmal doppelt so schwer. Wernigerode weiß jetzt, wie wir ins Spiel gehen, wie wir uns einstellen. Und das wird doppelt so schwer, ja. Okay, danke erstmal hier für das Statement unmittelbar nach dem Spiel. Wie gesagt, du bist ja noch voller Adrenalin. Danke trotzdem hier für das Statement unmittelbar nach der Partie. Sagen erstmal auf Wiedersehen und melden uns dann morgen zurück aus der Stadtfeldhalle Wernigerode vom vierten Halbfinalspiel. Bis dann, tschüss.